Willkommen im Auswahlverfahrenstag Nummer 2 bei der Polizei NRW. Was geschieht da? Das ist das sogenannte Assessment Center. Assessments was? Ihr müsst euch präsentieren, eure Persönlichkeit. Das müsst ihr innerhalb von 4 Aufgaben schaffen. Die erste Aufgabe ist ein Vortrag, und zwar ganze 5 Minuten lang. Ihr habt aber dafür 15 Minuten Vorbereitungszeit. Dann habt ihr ein Rollenspiel, in dem ihr eine Art Streitgespräch führen müsst oder Konfliktgespräch mit einem Gegenüber. Natürlich sollte dieses Konfliktgespräch möglichst gut gelöst werden. Das dritte ist ein sogenannter Stressbelastungstest. Da werdet ihr viele Aufgaben auf einmal machen müssen. Da werden viele Eindrücke innerhalb von 20 Minuten auf euch gleichzeitig einwirken. Da wird geschaut, wie ihr damit umgeht. Und das vierte und letzte ist das strukturierte Interview mit der Kommission. Da werdet ihr quasi ein paar Fragen gestellt bekommen und da wird drauf geguckt, wie ihr darauf antwortet. Es ist kein Problem, wenn man dabei nervös ist. Man sollte sich nur nicht von der Nervosität übermannen lassen. Ansonsten haben wir auf YouTube sehr, sehr viele Videos dazu, wie ihr gut trainieren könnt. Also, schaut mal rein, YouTube Polizei NRW.